Pleiten, Pech und Pannen. Eine Rubrik, die unsere Bundesministerien in letzter Zeit fast schon täglich mit Inhalt füllen. So auch in diesem Fall. Die Bundeswehr hat im Dezember 2022, also noch unter Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, für 1,3 Milliarden Euro digitale Funkgeräte bestellt, die aber nun nicht eingebaut werden können. Doch die Montage der Funkgeräte ist nicht das einzige Problem. Ebenfalls befürchtet man, dass die Batterieleistung und Lichtmaschinen der Fahrzeuge den Bedarf der neuen Geräte gar nicht decken kann. Das Ministerium teilte dazu mit, man habe die technische Komplexität beim Einbau unterschätzt. Die geschätzte Verzögerung der Installation beläuft sich auf ein Jahr. Der NATO hat man allerdings zugesichert, bis 2025 eine voll einsatzbereite Heeresdivision bereitzustellen. Diese sollte aber auch in der Lage sein, mit anderen NATO-Partnern per Digitalfunk zu kommunizieren. Um diesem Punkt gerecht zu werden, muss man sich nun entsprechende Gerätschaften aus anderen Ländern, wie etwa Litauen, leihen.